bin heute hier in Hagenberg und ich habe mich verabredet mit Lukas, einem Studenten vom Studiengang Automotive Computing. Ich bin schon gespannt, was er mir zu erzählen hat über seinen Studiengang und freue mich drauf. Automotive Computing ist jetzt ein neuer Studiengang auf der FH Hagenberg. Könntest du mir erklären, um was es bei dem Studiengang geht? Ja, in Automotive Computing geht es, wie der Name schon sagt, um Autos und den Automotive-Bereich. Das bedeutet, wir schauen uns Themen an, wie zum Beispiel automatisiertes Fahren, wo also jetzt in Zukunft immer häufiger der Fall sein wird, dass das bei Autos drinnen ist. Dann konnektives Fahren, das bedeutet, dass Autos miteinander und mit der Umwelt kommunizieren. Dann der dritte Punkt ist Mobility as a Service. Das bedeutet, dass man in Zukunft vielleicht gar kein Auto mehr besitzt, sondern dass man einfach bei der App auf den Knopf drückt und das Auto kommt zu dir und holt dich ab und das bringt dich dann irgendwo hin. Wieso hast du dich für die FH Hagenberg entschieden? Hagenberg ist einfach so auf die Praxis fokussiert, dass es eigentlich auf keiner Uni oder selten auf anderen FHs so wirklich gibt. Und deswegen Hagenberg, für mich zumindest. Warum hast du dich für das Studium entschieden? Also ich wollte immer schon was erschaffen, Projekte entwickeln sozusagen und kreativ sein. Und weil ich mich eben für die Automobilindustrie und eben auch die Zukunftsentwicklungen, was da jetzt eben schon seit Jahren gibt, interessiere. Und was gefällt dir am besten an dem Studium? Was mir besonders gut gefällt, ist das, dass man mit so vielen Menschen in der Branche in Kontakt kommt und eben so wirklich einen Einblick in die Entwicklungen, was da gerade passieren, bekommt. IT rockt, weil? Weil es eindeutig die Zukunft ist. Und wenn man die Ausbildung wählt zur IT, dann im Endeffekt kann man dann die Zukunft ein bisschen mitgestalten. Und darum ist das so super, meiner Meinung nach. Ja, danke, dass du mir deinen Studiengang gezeigt hast. Ich werde jetzt noch weiterschauen zu einem anderen Studiengang und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Tschüss.